Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und heute geht's langsam in die Endphase hinein, denn das ist die vorletzte Folge, wo wir die Pilze machen. Und für diese Folge braucht ihr mal wieder 43 Minuten oder 44 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger. So ein Dreh für 10% Pilze wieder. Und ja, dann haben wir es auch endlich geschafft mit den Pilzen. Zumindest damit, denn dann fangen wir mit Holz an. Also es wird nicht besser, aber Holz, glaube ich, das gibt sowieso mehr Prozent, ne, als Pilze. Also von daher sind wir damit eigentlich auch schnell durch. Vor allem, es gibt ja, wenn ich jetzt überlege, 3, 4 Spots für Holz. Und es wird auf jeden Fall alles besser. Dann mache ich davon auch wieder eine Aufnahmesession. Dann gucke ich mal, wie ich das dann zusammenfasse zu, ja, wie viele Folgen. Denn mit Holz, oh, kann ich wieder nichts mit anfangen, dadurch halt, dass es so lange her ist. Aber ich weiß, ich hoffe, man hört jetzt diese Hämmerei nicht im Hintergrund. Wenn ja, dann tut es mir leid. Denn die Nachbarn, die wissen nicht, was sie um 8.40 Uhr morgens machen müssen. Und klopfen deswegen herum, um auf die Pelle zu gehen. Nein. Aber wir haben 8.40 Uhr und die haben nichts zu tun, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall, bin mal gespannt. Also ich glaube, über 1% bekommt man da, oder? Oder 0,5%. Auf jeden Fall, solange man nicht dreimal abgeben muss für 1%, ist ja alles völlig in Ordnung. Ne? Dann ist alles akzeptabel. Vor allem, wenn man einen Buggy-Spot hat, wenn es den noch gibt, muss ich mal nachschauen. Dann ist sowieso alles bequemer. Genau, ich glaube, da in der Folge gab es auch wieder keine Komplikationen, gab es keine Anregungen, nix. Nö, nicht, dass ich wüsste. Also von daher, ich hoffe, euch ist das Wetter noch nicht warm, zu warm oder halt... Na gut, wenn ihr keinen Bock auf das Wetter habt, kann ich völlig nachvollziehen, denn ich habe auch keinen Bock, dass es so heiß ist. Ist halt schon ein bisschen ekelhaft. Und ja, ich muss auf jeden Fall mal schauen, wie die ganzen Folgen demnächst zusammenfasse, denn das Problem ist halt, ich bin jetzt wieder in eine andere Filiale gekommen. Und jetzt darf ich immer nach Hamm fahren. Immer nach Hamm. Sind 50, 60 Minuten Fahrtweg, die ich hin und zurück absolviere. Wird natürlich dann eine Herausforderung werden für mich, bloß um mal nebenbei YouTube zu machen. Ich bin mal gespannt, also ich werde das auf jeden Fall lassen bei 2 Folgen, alle 3 Tage. So wie es aktuell der Rhythmus ist, so wie ich das würde ich auf jeden Fall beibehalten. Und deswegen muss ich mich jetzt wirklich ein bisschen umstrukturieren, wie ich das Ganze machen möchte. Also wird wieder eine neue Herausforderung werden, aber Herausforderungen sind ja schön für die Menschen, ne? Wir lieben Herausforderungen, gut, kommen wir darauf an, wer das liebt. Also ich liebe Herausforderungen. Also von daher wird auf jeden Fall auch wieder machbar werden, habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Dann nutze ich halt die Schulzeit, den Sonntag oder halt nachts mal, fühlt mich ja gut, LOL-Aufnahmen kann ich halt nachts machen, das ist ja nicht das Problem. Fiesta habe ich nicht so eine Lust nachts zu machen, ich glaube, da penne ich auch noch ein. Reicht ja schon, dass ich tagsüber einen penne gefühlt, ne, wenn ich da jetzt nichts nebenbei noch als Video anhabe oder so. Na, ich bin mal gespannt, also 2 Folgen haben wir noch, wenn diese Folge am 18. rauskommt, muss ich mal schauen. 18. dann kommt die andere Folge am 21. raus, so. Also heißt, am 21. haben wir das fertig und dann kommt am 24. Holz. Okay, weiß ich schon mal Bescheid. Dann wisst ihr auch schon mal Bescheid, dass wieder mal was Neues kommt, auch wenn wir Holz schon mit Level 121 bis 124 gemacht haben die ganze Zeit. Gut, dann haben wir noch mehr Holz, warum denn nicht? Wir haben ja so viel Spaß dabei, ne? Aber damit würde ich mal sagen, ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ich fasse das wieder auf 3 Minuten zusammen, ich finde das halt wirklich praktisch. Also ich finde das gut, ja, 3 Folgen, 3 Minuten wieder. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, wieso? Ja, scheiße, hab ich voll vergessen, was ich sagen will. Ja, und ansonsten vergesst nicht mehr, Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.